Willkommen zurück im Kurs Elektrotechnik. Wir sind immer noch bei den Reihenschaltungen und jetzt wollen wir mal mit einem Zahlenbeispiel die einzelnen Größen berechnen. Also, wir haben immer noch das Ohmsche Gesetz, das wir halt nutzen, um unsere einzelnen Größen zu berechnen. Gesucht ist der Ersatzwiderstand, der Strom und die einzelnen Teilspannungen an den Widerständen sowie die Leistung, die dieser Stromkreis hat. Wir fangen an, da der Stromkreis noch die Stromstärke noch unbekannt ist, werden wir jetzt erstmal den Ersatzwiderstand ausrechnen. Da haben wir ja im vorherigen Video erfahren, dass der sich halt bei einer Reihenschaltung aus der Summe der Einzelwiderstände zusammensetzt. Das heißt, RE ist gleich R1 plus R2 plus R3 plus R4. Das ergibt dann 20 plus 40 plus 60 plus 10. Das sind dann in Summe 130 Ohm. So, jetzt habe ich meine Gesamtspannung gegeben. Beträgt 28 Volt. Ich habe den Ersatzwiderstand gegeben, also kann ich auch meine Stromstärke I ausrechnen. Die setzt sich dann zusammen aus U durch RE. Mit Zahlen ist das dann 28 Volt durch 130 Ohm und am Ende erhalte ich als Wert 0,215 Ampere. So, jetzt werden wir mal ein bisschen runden. Dann haben wir 0,22 Ampere. Ungefährer Wert. So, jetzt haben wir alle notwendigen Größen, um unsere Teilspannung zu bestimmen. Dann fangen wir gleich mal an. Also U1, I ist gegeben, R1 ist gegeben, also können wir auch U1 ausrechnen. Wir wissen ja, Ohmsches Gesetz, I mal R, also I mal R1 und dafür erhalten wir dann 0,22 Ampere multipliziert mit 20 Ohm. Und am Ende steht dann dort 4,4 Volt. So, das gleiche gilt dann wieder für U2. Haben wir auch den Widerstand gegeben, den Strom haben wir ausgerechnet. Also I mal R2, das ist dann gleich. Ich schreibe jetzt auch nur noch die Ergebnisse an. Hier käme dann 8,8 Volt raus. Das können Sie ja zu Hause nachrechnen. Beim dritten kommt dann 13,2 Volt heraus und bei U4 sind es dann 2,2 Volt. So, jetzt habe ich meine Einzelspannung gegeben. Was möchte ich noch wissen? Ich möchte ganz gerne wissen, wie meine Leistung ausfällt. Also, das ist auch ganz einfach. Dann nehmen wir einfach die Gleichung für die Leistung. Also P gleich U mal I. Das ist dann gleich 28 Volt multipliziert mit meinen 0,22 Ampere. Und das ergibt dann am Ende eine Leistung von 6,16 Watt. Also, das war's im Groben schon. Wenn ich Widerstände habe, kann ich mit der Reihenschaltung, also mit dem Prinzip von der Reihenschaltung, kann ich halt die einzelnen Größen ganz einfach nacheinander bestimmen. Ich muss auch nicht den Strom kennen, solange ich die Spannung kenne. Die Gesamtspannung von 28 Volt und mir den
Satzwiderstand errechnen kann, kann ich mir dann anschließend da auch das I ausrechnen. Und wenn ich das I habe und ich weiß ja, in der Reihenschaltung bleibt das I konstant, kann ich dann auch die Einzelspannung ausrechnen. Diese ergeben dann in Summe ungefähr, vielleicht wegen ein paar Rundungsfehlern, den Wert 28 Volt. Und dann kann ich letztlich dann auch noch die Leistung bestimmen, die sich dann aus P gleich U mal I ergibt. Und dann habe ich auch die Leistung, die dann in Watt angegeben wird. So viel zu den Reihenschaltungen. Im nächsten Video wenden wir uns dann den Parallelschaltungen zu, werden auch erstmal eine Definition machen und anschließend werden wir dann auch ein Rechenbeispiel für die Parallelschaltungen machen. Das ist dann ein bisschen anders, da verhalten sich die Widerstände anders und das werden Sie dann ja im nächsten Video sehen. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal.